Bist du Franzose oder ist Französisch deine Muttersprache und hast du das Gefühl, dass du noch Probleme mit der deutschen Aussprache hast, dann ist dieses Video perfekt für dich. Los geht's! Hallo meine lieben Deutschlerner, ich bin Simon vom Kanal Learn German for Life, der Kanal, wo du lernst, natürlich authentisch und selbstbewusst Deutsch zu sprechen und wenn du ein französischer Muttersprachler bist und das Gefühl hast, Fehler zu machen, habe ich heute in diesem Video einige Tipps, denn es geht um typische Fehler, die Personen machen, deren Muttersprache Französisch ist. Aber zuerst ein Hinweis. Matthias und ich haben einen Gratiskurs für dich produziert. Der Kurs heißt Die 61 Klänge für perfektes Deutsch. Hol dir den Kurs unten in der Videobeschreibung und lerne in nur 10 Minuten, wie du eine perfekte Aussprache auf Deutsch bekommen kannst. Egal, ob du Franzose, Italiener oder Spanier oder Brasilianer bist. Ach ja, apropos, schau dir auch noch die anderen Videos an von den typischen Fehlern der anderen Nationalitäten, die Deutsch lernen. Hier oben in der Infokarte. Beginnen wir mit den typischen Fehlern, was Vokale betrifft. Zuerst muss ich hier sagen, dass Franzosen das lange A nicht kennen, sondern immer nur ein A haben, also A, A. Statt zu sagen Staat, sagen Franzosen also oft Stadt, Stadt. Also es ist irgendwo in der Mitte zwischen dem kurzen A und dem langen A auf Deutsch. Es ist sehr wichtig, dass du differenzierst zwischen den Wörtern, zum Beispiel Stadt, wo die Personen leben, und Staat, Stadt, Staat. Ein weiterer Punkt, den ich sagen muss, ist, dass Franzosen oft sehr viele Vokale nasal aussprechen. Also Deutsch ist keine sehr nasale Sprache. Wir haben vielleicht ein N oder ein M. Wir benutzen die Nase also nicht zum Sprechen. Franzosen tendieren oft dazu, Wörter zu nasal auszusprechen, wie zum Beispiel und oder kommen. Und das ist ein bisschen wie auch die Brasilianer oder die Portugiesen es oft machen. Generell werden auch französische Wörter wie Engagement oder Balkon werden ein bisschen anders auf Deutsch ausgesprochen. Also sie werden ein bisschen deutscher ausgesprochen. Mein Tipp ist, übertreibe es also nicht mit der korrekten französischen Aussprache, sondern spreche sie ein bisschen gemischt deutsch-französisch aus. Also Engagement oder Balkon. Balkon, aber nicht Balkon. Das ist vielleicht ein bisschen zu korrekt, in Anführungszeichen. Dann muss man auch sagen, dass Franzosen das E oft als Ö aussprechen auf Deutsch. Aber auf Deutsch musst du stärker differenzieren zwischen E und Ö. Zum Beispiel am Ende von Wörtern würde ein Deutscher niemals Ö sagen, wenn es ein E-Schwa ist. Zum Beispiel Kasse, Masse. Franzosen benutzen auch oft Sprossvokale und sagen zum Beispiel ich kann nicht. Das machen wir Deutsche nicht. Das klingt für uns wie ein anderes Wort, wenn du so sprichst. Deswegen solltest du vermeiden, nach Konsonanten diese Sprossvokale zu benutzen, also wie es Italiener auch oft machen. Also mach wirklich eine Pause nach einem T, nach einem K, nach einem P und sag nicht ich möchte. Auf Deutsch werden die Wörter mehr getrennt. Dann habe ich als Tipp für dich, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dass man auf Deutsch sagt. Was wollte ich sagen? Und nicht Dieser Vokal, den man benutzt, wenn man nicht weiß, was man sagen möchte, ist auf Deutsch ein wie das offene E. Und langgezogen. Auf Französisch ist es mehr wie ein Ö. Und so kann man sehr schnell erkennen, dass du ein Franzose bist. Sag also wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Dann differenzieren Franzosen oft nicht zwischen dem kurzen E und dem langen I. Denn auf Französisch gibt es nur das lange I. Also Franzosen sagen oft statt sitzen, siezen. Du musst hier differenzieren, denn die Wörter haben unterschiedliche Bedeutungen. Merke dir also, welche Wörter ein kurzes E haben und welche Wörter ein langes I haben. Kommen wir jetzt zu den Konsonanten. Zunächst muss ich sagen, dass das französische R auch auf Deutsch existiert, aber es ist ein bisschen anders. Das deutsche R hat mehr Friktion, aber du kannst auch das französische R benutzen. Das ist kein Problem. Ein größeres Problem ist, dass Franzosen oft Plosive wie T zu weich aussprechen. Und dann klingt es für mich so wie eine Mischung aus D und T. Und ich weiß dann nicht, was du sagen willst. Ist es ein D oder ein T? Sprich das T also schön hart aus, damit ich weiß, dass du ein T sagen willst und kein D. Auch das P wird oft zu weich ausgesprochen und tendiert dann mehr zu einem B. Und ich weiß dann auch nicht genau, welches Wort du sagen willst. Und das gleiche Phänomen betrifft auch das K. Sprich es also schön hart aus, dass du die Luft in der Handfläche spürst. K, K, P. T. Ein weiterer Punkt ist, dass Franzosen oft das H vergessen.
also es nicht aussprechen. Auf Deutsch brauchst du ein bisschen Friktion, ein bisschen Luft im Hals, also h ist ein Hauchlaut. Du kannst nicht ihr sagen, wenn du hier sagen willst, denn du musst differenzieren. Ein weiterer Fehler ist, dass ch oft als sch ausgesprochen wird. Das gibt es auch in vielen deutschen Dialekten. Im Hochdeutschen differenziert man aber, weil es etwas präziser ist, zwischen ich und ich. Also lerne am besten, das ist mein Tipp, lerne den Unterschied zwischen ich, dem Ich-Laut, dem Ach-Laut und dem Sch-Laut, SCH, Sch. Dann höre ich bei Franzosen oft, dass das NG am Wortende zu deutlich ausgesprochen wird, zum Beispiel in Eng, Richtung, Ding. So höre ich oft, dass sie Dinge sagen oder Richtunge. Dieses G sprichst du nicht aus, sondern es ist einfach ein Klang, ein nasales N. Zum Beispiel auch im Wort Finger. Du sagst nicht Finger, sondern Finger. Und ein großes Problem, das viele Franzosen haben, ist, dass sie das R am Ende des Wortes nicht vokalisch aussprechen. Also nicht Wasser, besser, hier sagen, sondern dass sie es französisch aussprechen. Also Wasser, besser, hier aussprechen. Und in dieser Form macht man das normalerweise nicht im Deutschen. Du kannst es wie in der Schweiz zum Beispiel rollen, also als Zungenspitzen-R sagen. Besser, Wasser zum Beispiel. Oder hier. Das macht man auch in manchen Dialekten in Deutschland. Aber dann ist ein gerolltes R. Es ist eher ungewöhnlich, hier zu sagen oder besser. Ich würde dir empfehlen, dieses R vokalisch auszusprechen. Hier, Vater, besser. Das ist auch einfacher. Dann habe ich den Tipp für dich, dass du das S am Ende des Wortes oder zwischen Wörtern nicht vokalisieren solltest, denn das Wortende ist auf Deutsch oft hart. Ein Deutscher sagt zum Beispiel kannst du. Dieses D wird fast wie ein T ausgesprochen. Also dieses kannst, das T beeinflusst das D. Du sagst nicht kannst du, wie auf Französisch. Kommen wir jetzt zu den Diphthongen, also kombinierten Vokalen. Franzosen machen oft den Fehler, dass sie diese Diphthonge zu lang aussprechen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel das Ei. Also Ei, sehr kurz. Ein Franzose sagt oft, ich habe ein Ei gegessen, ein Ei. Und es ist sehr kurz. Ei, bam, bam. Oder au, au, das tut weh. Ein Franzose sagt oft au, kombiniert also die Vokale deutlicher. Er sagt A und U, au. Deutscher sagt au, das ist wie ein Klang. Und oi, heute, heute. Ein Franzose sagt oft heute, heute. Oder er spricht dieses O und das I deutlicher aus. Das solltest du nicht machen, denn sonst klingen deine Diphthonge nicht deutsch. Generell kann ich auch zur Sprachmelodie und zur Intonation sagen, dass Franzosen oft vergessen, die Signalwörter, die wichtigen Wörter, stärker zu betonen als die anderen Wörter. Im Deutschen hast du sehr viele Schlüsselwörter, die anders betont werden. Schau dir auch oben in der Infokarte unsere Videos zu den Themen Intonation und Satzmelodie an. Und die französische Intonation, die Melodie ist oft sehr flach. Du musst versuchen zu hören, welche Wörter stärker betont werden als andere. Diese Wörter stärker betonen und nicht einfach immer nur auf einer Intonation sprechen. Das betrifft aber auch den Wortakzent, nicht nur den Satzakzent, welches Wort im Satz ist betont, sondern auch welche Silben im Wort sind betont. Zum Beispiel oft in Wörtern mit Präfixen, wie zum Beispiel verraten oder verstehen. Viele Franzosen sagen verraten, verraten und kombinieren diese Wörter ohne Knacklaut. Das ist also auch wichtig. Lerne auch den Knacklaut, wenn Französisch deine Muttersprache ist. So, ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, typische Fehler zu erkennen, die du vielleicht machst und sie in Zukunft zu vermeiden. Ich wollte dich nochmal an die Checkliste erinnern, die 61 Klänge, die du kennen musst, um perfektes Deutsch zu sprechen. Der Link ist unten. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren für mehr Aussprachetipps und Tipps, wie du wirklich wie ein Muttersprachler Deutsch sprechen kannst. Folge uns auch auf Instagram und TikTok und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Weiter viel Erfolg beim Deutschlernen. Ich bin dein Deutschlehrer Simon.